Ich bin Felix und ich bin 23 Jahre alt. Also ich habe mit meiner Freundin gemeinsam auf der Kieler Woche gearbeitet. Seitdem kannten wir uns halt, auch ab und zu mal geschrieben. Und dann halt aber erst wirklich zusammengekommen, 3 Monate vor der Krankheit. Natürlich wusste ich, ich muss es ihr erzählen, weil ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar Monate im Krankenhaus sein, muss man ja wissen warum. Wir haben uns im Krankenhaus getroffen. Und da meinte er, ja, ich muss dir was Schlimmes sagen, ich bin krank, ich habe Leukämie. Und ich dachte, ja, na und, wann kommst du nach Hause? Ich habe das anfangs erstmal nicht so richtig begriffen, was das ist. Und erst mit der Zeit habe ich verstanden, dass es wirklich schlimm ist, dass er einen Spender braucht. Und wenn kein Spender gefunden wird, könnte er vielleicht sterben. Und da habe ich erstmal angefangen, richtig so Angst zu haben. Und dann habe ich gesehen, dass man das heilen kann, dass es Chancen gibt. Und dann dachte ich, egal, dann... Ja, dann musst du halt die Krankheit durchmachen, ich bin bei dir. Ich wollte auf jeden Fall nicht, dass er sich alleine fühlt und dass er halt weiß, dass er mir wichtig ist, obwohl wir noch nicht so lange zusammen sind. Sie hat immer gesagt, das schaffen wir gemeinsam und das hat mir halt ziemlich viel Kraft gegeben, dass sie immer da gewesen ist. Ich hätte nicht gewusst, was ich sonst hätte machen sollen. Uns geht es eigentlich sehr gut. Ich bin froh, dass er da ist, dass wir Zeit zusammen verbringen können. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Beziehung, weil wir uns dadurch vielleicht besser verstehen. Wir sind jetzt schon 3 Jahre zusammen. Also ich bin der Meinung, dass man sich halt viel näher ist und dass es auf jeden Fall schon auf einem höheren Level ist als bei einer normalen Beziehung in unserem Alter. Ich bin auf jeden Fall froh, dass er überlebt hat und dass ein Spender gefunden wurde. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, weil ich das als eine zweite Chance sehe. Werde Stammzellspender. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Registrier dich jetzt auf dkms.de.